Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und heute beschäftigen wir uns mal mit dem Verein, der es fast geschafft hätte, vor dem FC Bayern München Herbstmeister zu werden, ja? Und zwar nicht Borussia Dortmund, sondern natürlich Bayern 04 Leverkusen. Bayern 04 Leverkusen hat ja das wirkliche Topspiel am Samstag mit 1:2 zu Hause verloren. Leider trotz diesem wirklich sehenswerten Treffer von Schick, dennoch Bayern 04 Leverkusen ist zu Recht auf dem zweiten Tabellenplatz mit 28 Punkten, haben nur einmal bisher in der Saison verloren, jetzt gegen den FC Bayern München, ansonsten 4 Unentschieden und dazu kommen einfach auch noch 8 Siege. Bayern 04 Leverkusen, die Werkself, ist wirklich sehr, sehr gut drauf und wir schauen uns heute mal an, woran könnte das denn liegen und was hat Peter Bosch mit dieser Mannschaft denn überhaupt hier gemacht? Man muss doch schon sagen, es ist doch schon ein bisschen überraschend. Ja, Kai Havertz verließ Bayern 04 Leverkusen, wirklich der Topstar von Bayern 04 Leverkusen, der die Mannschaft auch ein bisschen getragen hat mit seinen Aktionen, für sage und schreibe bis zu 100 Millionen Euro zum FC Chelsea, also ein absoluter Rekordtransfer. Hinzu kommt dann auch noch der Stürmer Kevin Volland, der Deutsche, der zum AS Monaco zu Niko Kovac, dem Ex-Eintracht-Trainer, gewechselt ist. Also zwei Abgänge, die auf jeden Fall mal schmerzen, würde ich sagen. Dachte man zumindestens, ja. Dazu kamen auch noch die Langzeitverletzten Paulinho, Palacios, Aranguiz, Schick war auch am Anfang verletzt. Und das sah auf jeden Fall alles nicht so gut aus, ja. Und da hat man sich natürlich die Frage gestellt, kommen jetzt diese ganzen Spieler, Diaby, Bailly, Lucas Alario, Demirabay, Amiri, kommen die jetzt wieder in Form und können diese Spieler dieser Mannschaft helfen? Bayern 04 Leverkusen hat statistisch gesehen die beste Defensive der Liga. Und das trotz, sage ich mal, diesem Patzer dann auch von Jonathan Tah im Topspiel gegen FC Bayern München. Aber das Team rund um Lukas Radetzky im Tor, Jonathan Tah, Tapsoba und auch Dragovic, den wir hier erwähnen müssen, der ja am Anfang auch so ein bisschen diese Reservistenrolle hatte, vielleicht den Verein wechseln wollte, Bayern 04 Leverkusen da mal verlassen wollte, hat sich jetzt aber diese Aufgabe gestellt und ist eine sehr, sehr wichtige Konstante da wirklich auch in der Defensive. Und gerade Lukas Radetzky, wirklich absoluter Topkeeper, der da wirklich das ein oder andere Mal da auch bewiesen hat, dass er mit seinen Paraden da auch dafür sorgen kann, Bayern 04 Leverkusen diese 3 Punkte da auch mit nach Hause zu holen. Dann kommen wir ins Zentrum. Baumgartlinger, unglaubliches Zweikampfmonster, ja, eine richtige Pferdelunge, der natürlich mit seinen Pässen den Ballverteiler sozusagen gibt. Das Zentrum dicht macht, rund um die Spieler dann auch mit Florian Wirtz und Nadim Amiri. Amiri und Florian Wirtz, zwei absolut begnadete Fußballer. Müssen wir nicht drüber reden über Florian Wirtz, das ist ein unglaublich begnadeter Fußballer, ist technisch sehr, sehr versiert, auch noch sehr, sehr jung. Jetzt aber auch schon mit einer sehr, sehr wichtigen Rolle da bei Peter Bosch im System bei Bayern 04 Leverkusen. Ich finde, der Vergleich da auch mit Jamal Musiala vom FC Bayern München, der hinkt dann auch ein bisschen, weil es sind für mich zwei komplett unterschiedliche Spielertypen. Dennoch, Florian Wirtz auf jeden Fall wird in den nächsten Saisons und in den nächsten Jahren definitiv, ja, uns das ein oder andere Tor, denke ich mal, auch bescheren in der Bundesliga. Und dann natürlich der Sturm, ja, das Aushängeschild neben der Defensive von Bayern 04 Leverkusen. Ja, da haben wir natürlich einen Leon Bailey, da haben wir einen Moussa Diaby. Ja, mit Diaby unter anderem und auch Tapsoba wurde ja jetzt auch langfristig der Vertrag verlängert bis 2025, bis 2026. Da kann man mal auch Rudi Völler, Rolfes und Bayern 04 Leverkusen wirklich auch gratulieren, denn diese zwei Spieler, vor allem auch Diaby, sind absolut begnadete Kicker, ja. Und dazu kommt auch noch Lucas Alario, absoluter Top-Stürmer der Argentinier, der jetzt auch mit seinen Toren eine sehr, sehr wichtige Konstante ist, der jetzt im Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen natürlich gefehlt hat. Alleine auf Alarios Konto gehen schon 11 Tore und eine Vorlage, auf Baileys Konto gehen 9 Tore und sagen und schreibe 6 Vorlagen. Das hätte doch keiner gedacht, dass Bailey da wirklich so gut in Form findet. Diaby 5 Tore und 6 Vorlagen, der natürlich extrem über sein Tempo kommt, extrem über seine Dynamik kommt. Das hat das ein oder andere Mal auch im Spiel jetzt gegen FC Bayern München bewiesen. Doch Schick mit 6 Tore und einer Vorlage. Also die Statistik ist doch wirklich wunderbar mal mit anzuschauen. Und jetzt fragt man sich natürlich auch, warum funktioniert es so gut bei Bayern 04 Leverkusen? Was hat Peter Bosch mit dieser Mannschaft geschaffen, ja? Warum klappen diese Automatismen? Ich denke, ein wichtiger Punkt ist, nach diesem Abgang auch von Kai Havertz zum FC Chelsea sind viele Spieler aus diesem Schatten von dem deutschen Nationalspieler so ein bisschen herausgetreten und konnten sich selbst mehr entfalten, konnten sich selbst mehr entwickeln, siehe zum Beispiel Amiri, ja, siehe Leon Bailey, und haben dann natürlich ganz andere Rollen jetzt auch in dem System. Kai Havertz war nie der Spieler, der auch defensiv gesehen viel mit nach hinten gearbeitet ist. Jetzt schreibt Bayern 04 Leverkusen die beste Defensive der Liga. Da sieht man mal,
was da wirklich auch gemacht wurde. Und zwar die Spieler, die im Zentrum, im Mittelfeld agieren, sei es ein Florian Wirtz, sei es ein Amiri oder sonst jemand, die müssen auch mit nach hinten arbeiten. Genauso wie ein Diaby und genauso wie ein Bailey nach hinten arbeiten müssen. Und das zeichnet Bayern nur für Leverkusen aus. Das Gefüge. Jeder ist für jeden da. Jeder springt für jeden ein. Egal, ob man mal auf der Bank sitzt oder nicht. Ja, wenn man kommt, dann ist man da. Und dann zeigt man definitiv auch Leistungen. Also, man hat einen wirklich guten Kader und die Leistungsdichte stimmt. Man ist in der Breite sehr, sehr gut aufgestellt. Und das zeichnet zum Beispiel Bayern und Leverkusen jetzt gerade sehr, sehr gut aus. Hinzu kommt dann auch noch die Variabilität unter Peter Bosz. Ja, es wurde ihm ja so immer so ein bisschen beim BVB auch angekreidet, dass er nicht variabel genug spielt, dass er ideenlos spielt. Jetzt bei Bayern und Leverkusen, gerade in der Bundesliga, hat er bewiesen, dass er 4-2-3-1 spielen kann, dass er 4-1-4 einspielen kann, dass er auch mal 4-3-3 spielen kann. Meistens im 4-3-3 agiert er da. Ist sehr, sehr, sehr variabel aufgestellt. In der Europa League, wo sie jetzt auch Gruppenerster sind und wo sie auch in die nächste Runde erfolgreich doch eingezogen sind, spielen sie des Öfteren auch mal dieses 4-2-3-1. Also sie sind sehr, sehr variabel, können viele Systeme spielen und das muss man einer Mannschaft, sag ich mal, dann auch erstmal auch so beibringen. Und das hat Peter Bosz definitiv sehr, sehr gut geschafft. Also Bayern nur für Leverkusen, vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen die Überraschung der Saison. Für mich definitiv keine Überraschung der Saison. Peter Bosz macht da einen super guten Job und hat da wirklich das ein oder andere Mal bewiesen. Mit einem cleveren Wechsel, mit einem cleveren Händchen, jetzt auch mit der Vertragsverlängerung von Diaby und Tapsoba, dass man da wirklich auch was Langfristiges aufbauen will. Und den Fußball, den sie spielen, der ist wirklich schön mit anzuschauen. Viele Tore, die Defensive steht und das zeichnet so ein bisschen zurzeit Bayern 0 für Leverkusen aus. Und dann wollen wir mal sehen, wie es da in Europa League weitergeht und wie es dann auch in der Bundesliga weitergeht und ob Bayern 0 für Leverkusen, ja, vielleicht den Titel holt. Wer weiß das schon, ne? Das war's mit dem Video. Das war's zugleich auch mit dem Video, mit dem letzten Video jetzt tatsächlich für das Jahr 2020. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Ich wünsche euch was. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und einen guten Rutsch ins neue Jahr, eine schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns. Bis dann, ciao.